Okay, Teil 3, der Dieb. Also wir haben schon rausgekriegt, die Geschwistergeschichte basiert darauf und anscheinend habe ich innerlich auch eine eigene Geschichte produziert. Und das machen wir ständig. Das machen wir wirklich ständig und das ist auch unser Verderben in diesem Leben, dass wir Lebenssituationen erschaffen aus einem alten Groll, den wir nicht kennen. Schau mal, ich habe diese Konstellation jetzt. 55 Jahre nicht gecheckt, ja, in meinem Leben. Aber sie hat einen Großteil meines Lebens ganz brutal in der Hand gehabt. Also ich bin immer wieder erstaunt, was für Geschichten hochkommen, ja. Weil, aber jetzt verstehe ich natürlich auch die Komplettzusammenhänge, nach denen ich jetzt 25 Jahre schon suche. Ich habe nicht aufgegeben, immer wieder die Familie zusammenzubringen und die einzuladen und ständig präsent zu sein und immer wieder zu kommunizieren. Und es geht so bis einen gewissen Punkt und dann flippen irgendwie alle aus und dann puh, sprengt es alle Feiern oder es, irgendeiner flippt immer aus und dann flippen alle aus. Vielleicht kennst du das, vielleicht kommt dir das bekannt vor und ich stand immer da und habe gedacht, was haben die Leute eigentlich für ein Problem? Ja, wir sind doch jetzt da, wir sind doch jetzt erwachsen, wir können doch zusammen gut sein. Das klappt nicht. Das kannst du 100 Jahre versuchen, wenn die Leute einfach in ihrem Groll feststecken, dann können sie nicht anders, weil jeder agiert praktisch aus seinem kleinen Kind-Ego. Wenn du meine Videos schon mal ein bisschen mitgekriegt hast, verfolgt hast, dann wirst du erkennen, dass ich über Kind-Ego spreche und über Erwachsenen-Ego. Und wenn du hier einen Erwachsenen vor dir hast, einen vermeintlich Erwachsenen, und aber das kindhafte Ego den Zugang, den Vollzugang hat im Jetzt, dann verschwindet sämtliches Erwachsenenverhalten oder Einsichtigkeit, weil der ganze Groll sich mit einem Schlag, also weniger als einer Sekunde, entlädt. Und dann hast du ihn, und dann passt, dann triggern die sich gegenseitig an, dann kannst du eigentlich nur noch sagen, danke für diese Story, oder ich gehe jetzt wieder, oder du schaust dir das an, oder weiß ich nicht was, aber es sprengt sich dann sowieso von selbst. Das ist einfach, da ticken so viel innere Bomben, aber die Leute wissen nichts davon. Und das ist ja genau der Punkt, wieso unsere Welt auch meiner Meinung nach so aussieht, wie sie ist. Wir sind teilweise wirklich tickende Bomben und wissen es nicht. Und dahin zu schauen, macht für mich Sinn. Und deswegen beschäftige ich mich auch seit 10 Jahren intensiver mit Familien und mit dem ganzen Thema mit den Kindern, weil wir als Eltern die Verpflichtung haben, das nicht mehr weiterzugeben. Also meiner Meinung nach bin ich als Eltern in einer großen Verantwortung. Da ist so ein neues Wesen und ein Mensch, für den ich Verantwortung übernehmen muss. Und wow, das ist schon, finde ich, ganz schön viel zu tun. Also für mich ist das so, weil ich habe ja mein letztes Kind einfach nicht abgegeben, so wie die anderen beiden Kinder. Ich bin ja nicht mehr in dem Bewusstsein des alten Bewusstseins geblieben, sondern ich habe mich ja verändert in meinen ganzen transformatorischen Prozessen, die ich die letzten 25 Jahre bewusst gemacht habe. Nachdem ich so krank war, hat sich das alles einfach umgedreht, sodass mein Bewusstsein immer stärker geöffnet wurde. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck von Lebenssituationen. Also das sind nur Situationen. Das ist aber nicht das Leben. Das Leben ist völlig okay. Voller Fülle und Liebe und Frieden. Wenn wir aber natürlich unsere alten Lebenssituationen noch als Speicher in unserem Körper haben, könnte es sein, dass da ganz viel einfach noch Zugriff hat und immer wieder die Vergangenheit ins Jetzt kommt, immer wieder neue Emotionen, immer wieder die ganzen Schmerzkörper und so weiter und so fort. Also ich habe meine Mutter beschuldigt, A, meinen Vater gestohlen zu haben, B, meine Geschwister gestohlen zu haben. C kam dann noch raus. Insgesamt hat sie mir meine Familie geklaut. Muss ich mich dann noch wundern, wenn ich solche Glaubenssätze in mir habe, die ich nicht kannte, bis vor kurzem, bis vor ein paar Tagen kannte ich die noch nicht. Die haben aber gewühlt in meinem Leben, die haben mein Leben vollständig im Griff gehabt.
Also das ist schon. Kann immer nur sagen, danke für diese Erkenntnis. Denn sobald das Zeug hochkommt und du diese Glaubenssätze siehst, verwandeln sie sich automatisch in, okay, ich bin jetzt da, ich bin jetzt gesehen und dann kann ich entscheiden, ah, okay, mache ich das so weiterhin mit oder lasse ich es sein? Da hast du natürlich die größten Chancen, dein Leben zu verändern. Ja, das ist eine tolle Geschichte und das wünsche ich auch wirklich jedem Menschen. Jo, wie es weitergeht, schauen wir gleich mal.